Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World White Whisky. Und heute verkoste ich für euch diesen Whisky. Einen Glenallachie aus dem Jahre 2009, 10 Jahre alt, abgefüllt exklusiv für deinwhisky.de. Ja, und ich habe heute den 2009er Singlecast von deinwhisky.de hier oben drauf stehen. Und zwar ist es ein Glenallachie, wie man sieht. Ne? Klassische Verpackung von Glenallachie für die Singlecast-Geschichten. So sieht er aus. Die gehen immer nach vorne hier aufzumachen, aufzuklappen. Da hole ich mal die Flasche raus. So, ja, was haben wir da? Einen 10-jährigen Whisky, wie ich das schon gesagt hatte, abgefüllt exklusiv für deinwhisky.de und es ist ein Oloroso Pancheon. Also ihr seht auch schon sehr, sehr dunkle Farbe, ne? Also kräftig, kräftig dunkel. Diesen Whisky habe ich geschenkt bekommen von meinem Karlsruher Whisky-Stammtisch letztes Jahr zu meinem Geburtstag. Dafür nochmal vielen Dank. Das habe ich zwar schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Man kann ja nicht oft genug Danke sagen. Ich brauche natürlich die Flasche nicht öffnen. Ich habe ein Sample davon. Das habe ich mir mal besorgt. Da wurde mal die Flasche mal geteilt. Und da habe ich mir dann ein Sample besorgt. Somit brauche ich die Flasche dann nicht öffnen. Ja, dieser Whisky wurde sich von einem Zuseher gewünscht, den sollte ich unbedingt mal verkosten. Das wurde mir mal vor kurzem gesagt, ob ich den nicht mal machen könnte. Und ja, dem will ich natürlich gerne nachkommen. Glenallachie, ja, zu Glenallachie brauche ich glaube ich nicht mehr so viel zu sagen. Die Destille gehört jetzt Billy Walker. Sie ist 1967 erst gegründet worden, also eine relativ junge Destillerie dann noch. Und sie brennen auf 2 Wash und 2 Spirit Stills und haben Produktionsvolumen von 2,8 Millionen Liter. Also produzieren sie auch schon ordentlich. Aber das sind noch Altbestände hier, da war Billy Walker noch nicht in der Destillerie, da gehörte ihm die Destillerie noch nicht. Und ja, er greift halt auf die ganzen Altbestände zurück, die wohl reichlich da sind, weil von diesen grauen Tubes hier, da sieht man ja massenhaft. Also da gibt es so viele Abfüllungen von, so viele verschiedene Single-Cast-Geschichten. Ja, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, in einem anderen Glenallachie-Video. Also man könnte getrost sagen, jeder Whisky-Club oder jeder Whisky-Laden hat sein eigenes Single-Cast von Glenallachie. Ne? Also so kommt es einem vor. Also überall sieht man diese Single-Cast oder noch diese älteren Single-Cast-Geschichten, die dann so eine dunkelgraue Marmor-Struktur hatten. Ne? Die gibt es auch noch. Ja, was haben wir hier? Also wir haben, wie gesagt, 678 Stück ist die limitiert. Ich habe die Nummer 339. Wir haben eine Alkoholstärke von 57,8 Volumenprozent. Fassstärke natürlich, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr erwähnen. Und Oloroso, Sherry. Ja, also eigentlich stimmen da die ganzen Eckdaten. Das ist genau mein Beuteschema eigentlich. Die Farbe, ja, die ergibt sich halt so. Ich bin kein Farbkäufer, aber wie gesagt, die habe ich ja geschenkt bekommen, die Flasche. Und ja, wollen wir mal sehen, was der kann. Ja, schöne fruchtige Sherry-Noten, schöne Frucht, eine schöne Nussigkeit, die ich gleich sofort habe beim Oloroso Sherry. Eine schöne Würzigkeit, eine schöne Dunkelfruchtigkeit hat der Whisky auf alle Fälle. Ja, das ist so ein, na, wie soll ich das sagen? So ein Mix aus Früchten, so ein,
so ein Kompott, so ein ja, so eingekochte Früchte, so ein Mix. Also da kann man so eine Frucht gar nicht bestimmen. Also ich habe hier dunkle Früchte, süße dunkle Früchte. Also da sind Pflaumen oder Zwetschgen, Kirschen, da ist Johannisbeere mit drinne. Aber ich habe auch sowas wie eine Banane, die habe ich auch da mit drinne. Komischerweise, aber ist so. Ja, riecht auf alle Fälle sehr, 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 sehr lecker. Und ich probiere jetzt mal pur das erste Mal. Aber ich glaube, ich habe mir ein bisschen zu wenig eingeschenkt. Ich muss mir da wohl noch einen Schluck reinmachen. Ja, jetzt habe ich so 2,5 cl drinne. Da bin ich etwas geizig gewesen, glaube ich. Ah ja. Eiche hat er auch schon. Also 10 Jahre alt ist er nur, aber er hat auch schon Eiche. Man riecht hier förmlich auch schon so die Holznoten raus. Boah. Also riecht sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Also die Nase ist schon mal mega, mega gut. Ich finde, von der Nase her wirkt der Whisky auch viel älter als 10 Jahre. Also ja, dem wird ja immer nachgesagt hier, diese ganzen Billy Walker Single Cask Geschichten, dem wird immer nachgesagt, dass die halt immer aufgeladen sein sollen. Und also ja, die sollen halt schnell reifen, schnell auf den Markt kommen und ne, ja, so ungefähr, man will da Geld machen und Kohle machen und so. Aber ich finde das nicht so. Ich finde diese ganzen Single-Cast-Geschichten, die sind alle durch die Bank weg gar nicht mal so schlecht. Ich habe da schon einige probiert, auch PX-Geschichten und andere Fassreifung. Und ich fand die alle so durch die Bank weg nicht schlecht. Weil wenn man Billy Walker kennt, ne, wo er schon überall war, bei Glenn Dronach und Glenn Glassau und weiß ich, wo er überall war, Ben Riach. Also überall hat er seine Spuren hinterlassen und gute Spuren hinterlassen. Also überall schwärmt man von den Whiskys. Also heute sind noch die Glenn Glassau Abfüllungen von Billy Walker, die sind heute noch, werden heute noch hoch gehandelt. Ne? Da gibt es ja diesen 30-Jährigen in dieser Tropfenflasche, der von Billy Walker gegenüber der von der Rachel Berry. Der von Billy Walker, der wird hoch gehandelt. Der von Rachel Berry, den kriegt man auch nicht günstig, der ist auch teuer, aber der von Billy Walker, der kostet halt nochmal 100 oder 200 Euro mehr. Ne? Das ist so. Also der hinterlässt überall da, wo er schon mal war, hinterlässt er Spuren und sehr gute Spuren. Ne? Ja, also dann will ich jetzt mal probieren. Slangy. Sehr kräftiger Antritt, sehr, sehr kräftig, also man merkt den Alkohol, aber ich habe auch eine wunderbare, schöne Süße, eine schöne Zuckersüße ist es jetzt, aber ich muss mal jetzt Wasser reinmachen, ganz bisschen Wasser reinmachen, weil der mir doch mit 57,8 ein bisschen zu scharf ist. Aber er hat so eine Zimtnote, kommt da raus, so ein bisschen Zimt. Dann habe ich so, weiß nicht, ob ihr das kennt, eine Muskatnuss, die man so drüber reibt ich mache es immer über Kartoffelbrei, reibe ich mir immer ein bisschen Muskatnuss drüber. Finde ich sehr gut, ich mag den Geschmack von Muskatnuss gerne. Das habe ich hier mit so drinne, die Würzigkeit, also das ist schon so eine Eichenwürze. Da bin ich tatsächlich schon bei der Eiche. Also die Eiche ist kräftig da, finde ich. Die hat er schon sehr gut. Und eine schöne, schöne Süße. Also ich probiere nochmal jetzt mal verdünnt.
Herrlich. Herrlich. Also, boah, super. Eine Orange habe ich jetzt noch. Zu dem ganzen dunklen Fruchtkompott, der da so mit drin ist, kommt jetzt noch so eine Orange. Aber keine Zitrus-Anklänge, finde ich, sondern so eine richtig schöne, reife Orange. Die man hat, so richtig süß reif. Das habe ich jetzt auch noch ein bisschen da drin. Ja. Also der ist, trotzdem das ein Oloroso Sherry ist und kein PX, finde ich, ist der sehr, sehr süß. Der hat eine sehr, sehr enorme Süße. Diese Nussigkeit vom Oloroso, die hat er auch so ein bisschen, aber die, finde ich, hat er nicht so stark. Vielleicht die Muskatnuss, die ich da habe, diese Muskatnuss-Richtung. Aber er ist, also Oloroso geht ja sonst immer so ein bisschen in die Walnuss-Haselnuss-Richtung. Ne? So assoziiert man ja so ein bisschen Oloroso Sherry. Aber ich habe hier tatsächlich die Muskatnuss, die so dominiert. Zimt, eine Zimtnote mit diesem süßen Fruchtkompott. Also ich finde den herrlich. Mir gefällt der sehr, sehr gut, muss ich sagen. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich hier wieder stehe und nicht an meinem Fass sitze, das wurde so gewünscht. Also die Leute sagen, ich soll auch mal ab und zu mal ein paar Videos hier drehen, weil dem das bei meinem Challenge-Video so gut gefallen hat, die Perspektive hier. Und na klar, dem komme ich natürlich mal nach. Warum soll ich kein Video hier drehen? Vor meiner Whisky-Wand, sage ich mal. Die geht natürlich noch... Halt, wo sind wir jetzt? Da noch weiter und da auch noch weiter. Also das ist eine ganze komplette Wand. Ja, und da mache ich dann hier auch mal ab und zu mal ein paar Videos. Ne? Ist ja auch, sieht ja auch ganz annehmbar aus, denke ich mal, die Location. Ja, aber zum Whisky wieder. Also ich finde den, für 10 Jahre finde ich den sehr, sehr gut. Der ist, ein bisschen warm ist es heute hier. Ne? Also wir haben ja jetzt Sommer, wir hatten gerade diese Hitzewelle hinter uns, wo ich dieses Video gedreht habe, ist es jetzt nicht mehr ganz so warm draußen, aber es ist sehr, sehr drückend schwül. Und deswegen schwitzt man halt auch so ein bisschen. Ne? Aber zum Whisky wieder. Ich finde, der ist älter wie 10 Jahre. Der kommt für mich älter rüber wie 10 Jahre. Also den würde ich 15, 17 Jahre, würde ich den locker geben, blind. Also... Der kommt nicht mehr ganz so jung rüber. Der hat Eiche, der hat schöne Fruchtnoten, diese eingekochten, diesen Kompott, eine schöne Süße, schöne Zimt, Muskatnussnote, eine Orange habe ich da noch drin gefunden. Ja, schöner Whisky, muss ich sagen. Also jetzt trinke ich den Schluck nochmal aus. Ja, eindeutig Oloroso Sherry hier. Hier habe ich jetzt diese, in dem leeren Glas, eindeutig diese Nussnoten. Jetzt geht's auch ein bisschen in die Walnussrichtung. Ja. Also, das ist eindeutig Oloroso. Kann man nicht verfehlen. Ja, schöner Whisky zu empfehlen. Ich glaube, den müsste es sogar noch zu kaufen geben. Ich glaube, den gibt es noch zu kaufen, aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der, müsst ihr mal gucken, bei deinwhisky.de sollte der noch verfügbar sein. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Der Whisky ist sehr gut. Eine Kaufempfehlung, Daumen hoch gebe ich, wenn es den noch gibt, auf alle Fälle. Der war so, was war der vom Preis her? Der war so um die 80 Euro so rum, glaube ich. Aber ich finde, diese 10-11-jährigen Single-Casts, so um die 80 Euro, das finde ich noch vertretbar. Das ist leider heute so, ne? Die Preise sind gestiegen, das wissen wir alle. Aber über 100 Euro gehe ich da auf keinen Fall mehr mit. Aber unter 100, na sagen wir mal, unter 90 Euro müssen die Dinger bleiben.
finde ich. Und das ist der auch aktuell, so viel ich weiß. Und ja. Also, dann hat es mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, dann bleibt nur noch eins zu sagen. Abonniert diesen Kanal. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und bleibt mir treu. Und nächstes Mal habe ich wieder für euch irgendeinen schönen Whisky. Vielleicht dann auf dem Fass wieder. Vielleicht auch hier. Muss man mal sehen, wie es mir gerade gefällt. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.